Finde die Musik cool. Also wir können auch die ganze Zeit jetzt hier im Pausemenü bleiben und einfach die Musik anhören. Aber wir haben noch was zu tun im Krankenhaus. Zum Beispiel das Gerät reparieren. Ich finde das immer so schön, dass irgendwie... Oh nee, oder? Geht gerade nicht. Unser Gerät ist kaputt. So. Machen Sie mal kurz langsamer. Wir suchen uns... Oder wir machen mal kurz Pause, noch besser. Ist das dein Ernst? Warum stirbst du jetzt schon wieder? Hast zu lange gewartet? Was ist los? Bei Langeweile. Jetzt mal, ne? Die hat Langeweile. Dann verpiss dich. Im Krankenhaus soll man keinen Spaß haben. Also hier kommt man hin, weil man krank ist. So. Wir brauchen das Zimmer. Entwässerungsanlage. Ich habe immer Entwässerungsanlage gesagt, ne? So, die kostet 20.000. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt das Grundstück kaufe, ist dann hier, es ist nur hier ein Durchgang oder kriegen wir hier dann auch nochmal einen Durchgang? Wenn ich das Grundstück kaufe, dann kriegen wir hier scheinbar einen Durchgang. Aber dann werden wir doch bestimmt auch hier einen Durchgang bekommen, oder? Also das ist eigentlich hier am besten, weil hier liegt das schön zentral. Hier kann ich mir dann auch noch was kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt das Grundstück. Haben immer noch 33.000. Es werden halt immer mehr Leute, ne? Mann, könnt ihr mal aufhören zu sterben, jetzt mal ohne Spaß, ihr geht mal auf den Sack mit euren Gesterbe, ne? Ist schon voll traurig, dass der Promi so übelst lange warten muss, ne? Guck mal, Bürgermeister sind nicht die. Das ist voll traurig. Ja, sorry, meine Kapazitäten sind begrenzt. Okay, wir haben jetzt hier einen Weg bekommen. Machen wir kurz Pause. Wir sind Durchgang. Und hier. Aber die Leute müssen halt immer noch so laufen, ne? Dann wäre das eigentlich sinnvoll, wenn wir... Warte mal. Sagen. Oh, sollen wir hier ein 3-Dreierzimmer reinmachen? Das ist sinnvoller, ne? Pass mal auf. Wir packen das Zimmer mal hier hin. Oh, und erweitern das einmal. Dupp. Und machen hier die Tür hin. Machen hier die Tür hin, habe ich gesagt. Oh ja, das ist wieder so ein ordentliches, großes Gerät. Das machen wir hier hin. Feuerlöscher. Für Hände desinfizieren. Hier können wir einen großen Heizkörper. Na wohl. Reicht auch so einer, ne? Wir müssen es ja nicht übertreiben. Eine schöne Kaffeemaschine. Machen wir direkt mal hier nebenhin. So. Eine Pflanze können wir auch hier hin machen. Eine schöne Uhr, die machen wir hier hin. Dass sich mal der Arzt hinsetzen kann. Blub. Machen wir hier hin den Kranz. Okay, das Bild. Das machen wir hier hin. Warte mal, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Cash. Ich will ja die ganzen Poster, die finde ich total scheiße, ne? Ist die Frage, okay, muss selten gegossen werden, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist auch nicht schlecht, ne? So eine,
Schokoladenkaffeemaschine oder Schokoladenmaschine ist ja auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir sparen mal auf die Schokoladenmaschine. Okay. Machen wir jetzt erstmal hier Zertifikate hin. Auch wenn der Arzt, der hier arbeiten wird, noch keine gewonnen hat. Ist egal. Das Bild da in der Ecke ist scheiße. Warte mal, das Bild können wir über die Heizung machen. Sehr. Hier können wir ein Schränklein hinstellen. Ja, Mülleimer machen wir hier hin. Ans Fenster. Dass der Gestank auch immer schön raus kann, ne? Das hat einen Grund. Aber wenn das Fenster geschlossen ist, das ist egal. Das ist scheißegal. So, machen wir hier noch einen Poster hin. Sollen wir mal ein Fenster hier hinpacken? Das ist halt so ein Innenfenster, ne? Na komm, dann machen wir hier mal so ein. Machen wir hier so Innenfenster einfach mal hin. Hä, so ein Spender ist auch doof. Ja, die Zeichnungen sind zu groß, das Bild ist auch zu groß. Gut, man könnte jetzt sagen, man macht das so. Ja, okay, das ist ausreichend. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wer arbeitet denn hier eigentlich? Ein Krankenpfleger, okay? Ein Krankenpfleger, der Behandlungstechnik braucht. Jetzt ist die Frage, haben wir nicht schon einen Krankenpfleger mit Behandlungstechnik? Nö. Machen wir so, dann stellen wir mal die Gutsdia ein. Ja, dahin. Und die macht kleine eine Weiterbildung, Behandlung. So, okay. Farbtherapie. Ah, wir haben keine Farbtherapie. Nein. Okay, haben wir schon verbessert? Haben wir schon verbessert? Haben wir schon verbessert? Könnten wir noch verbessern? Medikamentenmixer. Auf der Frakturstation wird ein Krankenpfleger benötigt. Ah, gut, einen Umtöpfer könnten wir auch irgendwann mal verbessern. Und ich würde schon fast sagen, es wird wieder Zeit für einen Allgemeinmediziner, ne? Pass mal auf, wir drücken mal kurz auf Pause. Warte mal. Komm, dann nehmen wir das hier. Dann nehmen wir das Zimmer, das kopieren wir mal. Und packen das nicht hier rein, weil das scheiße aussieht. Das mit den Fenstern ist so bescheuert, ey. Okay. Gutsdi. Da haben wir das schon mal. Das mit der Tür gefällt mir ja eigentlich nicht, weil ich würde hier gerne. Warte mal, dann machen wir das so. Ja,
ich will die Tür gerne hier haben. Ich würde sie gerne hier haben wollen. Das heißt, wir müssen das Bild mal... Ja gut, dann verkaufen wir das kurz. Die Heizung stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Jetzt müsste man die Tür doch hier reinbekommen, oder? Kaffeemaschine ist immer noch... Okay, warte mal, so. So. Dann kommt die Kaffeemaschine hier hin. Und die Heizung machen wir einfach hier hin. Und wir haben ja... Moment, wir haben ja das Gemälde verkauft. Jetzt ist die Frage, wo machen wir das hin? Passt hier noch hin. Sieht total beschissen aus, aber egal. Okay. Da haben wir das schon mal. Dafür nehmen wir die gutste. Gut, die könnte man direkt weiterbilden. Lass mal aber erstmal sein. Und die darf jetzt auch erstmal nur in der Arztpraxis arbeiten, würde ich sagen. So. Was ich weiß, wir brauchen hier hinten Toiletten. Also hier hinten müssen wir Toiletten installieren. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Weiterbildung? Okay, ist noch am Laufen. Dann können wir sie nämlich gleich zur Arbeit schicken. Fein, ja, hatte ich sich gerade gemeldet. Komplett alleine, komplett ganz hinten, ne? Und die meldet sich erstmal. Auch nicht schlecht. So, mal, bleib mal hier. Jobs. So, meine Gutste. Nein. Nein. Zirkustherapie kannst du arbeiten, Farbtherapie kannst du auch arbeiten, hier nicht und da kannst du arbeiten. So, da haben wir die nämlich auch schon mal. Ist hier so viel los, oder? Hat denn der für eine Der hat doch voll die gute Ausbildung. Was ist los? Ein Assistent zur Aufnahme, bitte. Reicht das Personal nicht? Die arbeiten doch eigentlich ganz gut. Alter, was für Gehälter die haben wollen. Könnte froh sein, dass sie überhaupt was von mir bekommen. Irgendwie wird das bei den Allgemeinmedizinern nicht weniger. Vielleicht bemerkt, dass es sich bei dem Komponisten des vorherigen Es wird eher Stückes gefühlt immer mehr. Cornelius Stuckenglock gehandelt hat. Er führt ein interessantes Leben, der alte Cornelius. War kurz mit einer Pellkartoffel verheiratet. Gut, mein Ruf steigt doch ein bisschen. Ein solches Genie darf sich schon die ein oder andere Marotte erlauben. Forschung läuft noch, okay. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Wir können ja mal eine kleine Werbekampagne für Apotheke, Psychiatrie hier. Weil ich muss ja Leute heilen. Dann machen wir mal 6 Monate, würde ich sagen. Die Kampagne lassen wir jetzt mal 6 Monate laufen.
Die jährliche Prüfung. Und hier muss ich mich auch mal drum kümmern, ne? Ich muss hier definitiv anfangen, hier ein paar Sitzgelegenheiten hinzubauen. Getränkespender. Und. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Okay. Ja, können wir versuchen. Aber einfach hier mitten, stellt euch mal vor, das wäre so ein Patient, der nicht mehr laufen könnte. Einfach hier vor die Tür hinfahren, den Typen abstellen. Nee, Farbtherapie ist mir gerade egal. Okay. Wir können jetzt aber auch mal wieder anfangen, weiterzubilden. Ne? Obwohl, wir können auch Forschung 3 machen. Wir könnten Forschung 3 machen. Wer kann denn das? Boah, ist jetzt die Frage, sollen wir Forschung 3 machen? Behandlung 2. Gut, könnte man jetzt den Arzt und den hier. Komm, dann machen wir Behandlung 2 jetzt. Ich glaube, der muss auf Toilette. Vielleicht sollte ich hier hinten eine kleine... Ja, scheiße, wohin? Vielleicht sollte ich hier eine kleine Toilette installieren. Es ist wieder soweit. Ganz recht, Leute. Ah, geil. Harrison Wolf ist wieder auf Sendung. Nee, jetzt erstmal noch nicht. Bleib dran. Für meinen unverkennbaren Charme und Esprit. Es nervt mich jetzt schon, ne? Jetzt habe ich das Ding hier. Okay. Jetzt wartet eine. Okay, das würde ich auch sagen, lass mal erstmal so. Wir kümmern uns jetzt mal um die Abteilung hier, ne? Warum ist der jetzt gestorben? Oder warum will der jetzt sterben? Gut, den müssen wir weiterbilden. Sollten wir auch langsam mal weiterbilden. Jetzt arbeitet hier schon wieder keiner, ne? Jetzt arbeiten alle hier, aber hier arbeitet keiner. Scheiße. Könnte man eigentlich mal... Oh, soll ich noch in? Ne, erstmal noch nie. Erstmal lassen wir das so. Ja, er muss auf Toilette. Das ist natürlich doof, wenn man gerade mitten bei einer Behandlung ist. Ja, was ist denn eigentlich mit einer Gutzen, die hier anfangen soll? Was macht die eigentlich? Wie, du suchst Arbeit? Bist du doof? Gehst du mal arbeiten? Hier. Ist erlaubt. Fängst du mal an, hier zu arbeiten, du blöder Arschkuh? Hier wartet einer. Achso, hä? Zwölf. Oh, krass, 9, okay.
Gut, die ist ja gerade in der Weiterbildung oder war in der Weiterbildung. So, das heißt, wir können gleich direkt weitermachen mit... Können wir machen, ja. Patienten treffen jetzt auf der Frakturstation. Hier in der Station, ne? Dass die ein bisschen... Halt, Pause. Was war, ich glaube, Station 3 war es, ne? Ali Hopsala, direkt weiterbilden. Ey, wir haben einmal tierische Anziehungskraft geheilt. So was haut ich bin stolz auf mein Krankenhaus. Die Tech hat eine neue Vitamin-Tablette mit Nanotechnologie auf den Markt gebracht. Ihr habt richtig gehört. Die Tablette scannt euren Körper nach den Vitaminen, die er braucht, und synthetisiert diese anschließend. Entweder das, oder sie explodiert in eurem Inneren und bringt euch um. Entschuldigen uns für den Müll, den sie auf unserem Nein. Können man lassen? Nein. Wieso ist denn der jetzt eigentlich sauer? Was ist los bei denen? Warum stürmt er jetzt vor Wut raus? Sehr hungrig, sehr durstig, sehr gelangweilt. Ruf 0. Okay, ich hab hier halt nichts, ne? Soll der echt mal jetzt anfangen, hier was zu machen? So, was wir machen könnten, mal gucken, ob wir das irgendwie mit einbauen können. Würde ich sagen, oder? Dass wir hier eine Toilette hinbauen. Installieren. Sieht ein bisschen scheiße aus mitten in der Mitte, aber egal. Machen wir einfach jetzt mal. Handtrockner kommt hier auf die Seite. Mülleimer kommt hier mit hin. Feuerlöscher kommt hier mit hin. Hände desinfizieren kommt hier mit hin. Heizkörper stellen wir ja hier hin. Pflänzlein stellen wir hier hin. Eine Uhr, wie lange die auf Toilette sind, ganz wichtig. Darf nirgendwo fehlen. Dann für die Toilettenfrau oder Toilettenmann hier hin. Dass die Jungs sich auch mal hier weiterbilden können, die auf Toilette gehen. Also die Patienten meine ich damit. Boah, ich hätte irgendwas Cooles für die Mitte irgendwie, ne? Das wäre irgendwie so ein Brunnen oder irgendwas. Goldenes Waschbecken. Ah, lol, guck mal. So. So, dann verkaufen wir das nochmal. Verkaufen war X, genau. Verkaufen, dann machen wir hier ein goldenes Waschbecken hin. Und einen goldenen Trockner, Entschuldigung. So. Gut, da haben wir uns zumindest schon mal hier um das Toilettenproblem gekümmert. Nee, jetzt gerade nicht weiterbilden. Patient ist abgenippelt. Okay, das heißt, wir werden natürlich auch hier. Nee, falsch. Verkaufen. Bearbeiten. Und. Warte mal, ich hatte hier Waschbecken, ne? So, und hier war ein goldener Handtrockner. So. Okay. Das machen wir hier auf der Seite genauso. Verkaufen. So. Dab und ein goldener Handtrockner.
So. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hatten wir sonst irgendwo noch eine Toilette? Wir müssen halt wirklich gucken, dass wir hier eine Toilette hinmachen können, wenn die in der Pause sind. Also vielleicht hier noch eine Toilette installieren, aber da können wir uns später drum kümmern. Ist jetzt nicht so wichtig, hat jetzt nicht so einen krassen Vorrang. Achso, hä? Ich bin da auch dumm, ne? Oh. Oh, hier ist das Waschbecken. So, dann machen wir hier das Waschbecken hin und hier den Handtrock. Ich habe die Toilette komplett vergessen, ne? Es tut mir sorry. Okay. Aber es ist ganz gut, dass wir hier so Platz haben. Da könnte man ja irgendwie sagen, man macht hier noch einen Raum hin, ne? Ist halt nur die Frage, was für ein Raum. Ich kann es ehrlich sagen, das weiß ich noch nicht. Was wir aber schon mal machen, ist Sitzgelegenheiten. Ja, das sieht doof aus. Hier würde ich sogar sagen, hier lassen wir die Leute telefonieren. Das ist so eine Telefonecke. Ah, hier können wir noch das Telefon installieren und hier können wir auch noch das Telefon installieren. Hier machen wir so eine kleine Telefonecke. Passt die noch rein? Ah, Moment, ich kann es vielleicht passend machen, ne? Ist halt die Frage, ob man dann... Kommt man hier ran? Nee, ne? So. So. Ihr könnt euch auch nochmal Zeitschriften nehmen und... Okay. Dann machen wir hier Bänke hin. Genauso wie das Zimmer habe ich hier vorhin gebaut, ne? Ja gut, wir machen jetzt erstmal die Bänke hier hin. Wir machen es erstmal so. Machen wir hier einen Mülleimer hin. Hier machen wir noch einen Mülleimer hin. Was hier einen Mülleimer hin? Nee, ne? Hier passt ein Mülleimer noch hin. Okay. Dann müssen wir uns um die Getränke kümmern. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja komm, dann machen wir das erstmal so. 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 Mal hier Mülleimer hin. Na komm. Dann können wir hier noch zwei Pflanzen hinmachen. So. Und so. Okay, da haben wir das schon mal. Da haben wir das schon mal. Haben wir das schon mal. Gut, hier können wir noch ein Telefon hinmachen. Die Frage, wo wir jetzt die Uhr hinmachen. Sollen wir irgendwo noch hier eine Uhr platzieren? Komm hier, unscheinbar in der Ecke. Okay. Haben wir die Zeichnungen von Patienten, die bei mir gestorben sind. Kommt einfach mal hier mit hin. Warte mal, ich kann jetzt den Betrieb erstmal laufen lassen. Ah, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge.
Wir nähern uns gerade Richtung ein Stern. Immerhin. Immerhin kriegen wir bald einen Stern zusammen. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Gut, hier frieren sie noch. Hier haben sie keinen Bock auf Warten. Das ist mir eigentlich relativ. Aber die sterben doch schon wieder alle in der Warteschlange, oder? Was ist mit denen jetzt? Wieso... Ich brauche noch eine im Spritzenhaus. Oder einen. Also. Und die werden wir gleich mal zur Weiterbildung schicken. Behandlung 1. Wenn wir Geld hätten. Aber was wir schon mal machen könnten, wäre. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier. Sie dumm, die arbeitet jetzt nicht in der Station, ey. Aber ganz dumme Idee von dir. Wenn ihr heute versucht habt, bei uns anzurufen, solltet Entwässerung ist erlaubt. Farbtherapie kannst du auch arbeiten. Hier kannst du auch arbeiten. Naja, um genau zu sein, ich habe das Telefon ausgestöpselt. Also tun wir einfach so, als hättet ihr euch diesen Song gewünscht. Ja, machen wir so. Gut, dann kostet das auch nichts. Ist aber witzig, bei mir sterben die Leute wirklich nur in der Warteschlange, ne? Das ist halt wirklich nur in der Warteschlange. Das ist ein Träumchen. Ich habe 5 und 6 Patienten geheilt, das ist schön. Können wir mal verbessern. Wir sollten auch langsam mal hier unsere Hausmeister verbessern. Was ja eigentlich mein Plan war, die Folge. Haben wir wieder nie gemacht. Okay, zumindest haben die jetzt erstmal hier Getränke. Ja, wir brauchen mehr Hausmeister. Nehmen wir mal einen Geisterjäger. Der darf aber nicht. Reparieren darf er nicht, das darf er machen, das darf er machen, das darf er machen. Müll entfernen ist erlaubt, Abfall entfernen ist erlaubt. Ja, den Rest darf er alles, würde ich sagen. So. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir müssen jetzt erstmal den ersten Stern bekommen, ne? Dafür müssen wir halt noch tierische Anziehungskraft heilen, das kriegen wir noch hin. Geld läuft eigentlich auch relativ okay gerade. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss!